Eine großartige Veranstaltung vom Heimatverein Galen für die ganze Familie fand am vergangenen Sonntag statt. Die Landtechnikfreunde luden zur neuen Ausgabe ihres Tennenfests ein. Bei herrlichstem Wetter strömten die Besucher zur Heimatscheune Olle Schuhe auf dem Hof Hemmert-Halswick. Dort erwartete sie ein großartiges Programm. Ja, dieses Jahr nach 2 Jahren durch Corona-Pause endlich wieder Tennenfest als Gegenveranstaltung zum Pamuka-Festival in Weeze. Und stehen wir hier vor unserem Sägegatter, was wir heute eingeweiht haben. 2014 haben wir einen Übernahmevertrag mit der Frau Gillhaus zu der Stellmacherei unterschrieben und haben innerhalb von 8 Jahren dann endlich geschafft, alles hier rüber zu holen. Zum Schluss jetzt dieses Sägegatter, was ihr gleich in Betrieb sehen werdet, funktioniert einwandfrei. Wir haben das Tennenfest diesmal im Juli, weil unsere Landtechnikfreunde den Termin festlegen anhand der Ernte, die die einfahren. Die machen ja jedes Jahr auf unserem Acker, den wir hier im Hintergrund sehen, eine Aussaat. Und je nachdem, ob die Kartoffeln haben, Rüben, Getreide wie dieses Jahr, wird dann eben das Tennenfest dann im Juli, August oder September sein. Dieses Jahr, wie gesagt, im Juli. Wir haben Getreide angebaut und werden es auch gleich mähen und dreschen mit historischen Maschinen. Bei so vielen Erlebnissen brauchte man sicherlich zwischendurch die ein oder andere Stärkung. Neben dem selbstverständlich selbstgemachten Kuchen und Waffeln gab es Leckeres vom Grill, Reibekuchen, Pfannkuchen und Erbsensuppe nach traditioneller Art. Es zog ein Duft über den Hof, der sich kaum beschreiben lässt. Gegen den trockenen Hals half natürlich nichts besser als das selbstgebraute Bier der Braugruppe Gut Sud. Also wer diesen Gaumenschmaus verpasst hat, dem ist wirklich was entgangen. Bei dem diesjährigen Tennenfest gab es übrigens eine Premiere. Der Heimatverein stellte sein neues horizontales Sägegatter vor. Sehr interessant. Neben dem Sägegatter kamen auch wieder einige Klassiker vor. Natürlich stand das Heimatmuseum für die Besucher offen. Wir haben unsere Waschweiber hinten stehen, soll nicht diskriminierend sein, so wurde das früher genannt. Das sind die Damen, die hier mal vorführen, da kommen sie gerade, vorführen, wie man entsprechend früher Wäsche gewaschen hat. Von Schaf zur Socke zeigen ihre Strick- und Muster, die hergestellt haben. So haben wir also alle Arbeitsgruppen hier vereint, die hier tätig sind heute. Tennenfest Olle Schuhe brachte den Besuchern nicht nur viel Spaß, es gab neben den Aufführungen noch jede Menge zu sehen und zu staunen, was die Landtechnikfreunde aus den alten Landmaschinen gemacht haben. Ein Spaß für die ganze Familie.